So, ich starte jetzt den Stream. Ja. Alles klar. Starting. Und online. Das heißt, es kann losgehen. Du kannst jetzt hier mit deinem Publikum sprechen. So, okay, alles klar. Einen wunderschönen Sonntagnachmittag wünsche ich. Ich bin Maria Schüritz aus Leipzig und spiele jetzt ein Stündchen Songs aus dem Kopfkino, Lieder aus dem Kopfkino. Das erste heißt Durchs Zugfensterglas. Und vorhin hat es so schön geregnet, als ich hergefahren bin, da hatte man so schöne Wassertropfen am Fenster. Da muss ich mal dran denken, wenn ich das Lied spiele, an sowas. Jeden Morgen zu früh und doch zu spät. Bahnsteig, keine Sekunde verlebt. Setzt das Routine-Gesicht auf, sucht den verstecktesten Platz aus und atmet nochmal tief, tief durch, gelehnt ans Zugfenster rein. Glas, Vasen, Pop, Musik, ja, ja, sie kauft sich frei. Jeden Tag ein kleines Stück und kehrt immer wieder lächelnd ins Büro zurück. Und weder zu spät, nicht viel weiter als zu früh. Verschwitzt am Bahnsteig, keine Sekunde verlegt. Das Feld schaut ganz freundlich, ein Fahrrad flüstert heimlich. Ein Dorfbahnhof lädt sie ein, ein Trampelpfad fragt nach dem Weg. Doch sie kauft sich lieber frei, kauft sich ein kleines bisschen Glück, noch mehr Schuhe, Balkonblumen und leichte Jazzmusik. Ja, ja, sie kauft sich frei, jeden Tag ein kleines Stück, kehrt immer wieder lächelnd ins Büro zurück. Hey, 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 oh, wait a bell, wait a bell, sehr empfehlenswert. Sehr gut. Habe ich vorhin noch gedacht, habe ich nicht vergessen, ne? Aber so ist das. Deswegen, man braucht halt gewisse Sachen, ne? Genau. Ja, so ist super. Ach, ich habe noch einen Bass vergessen. Bass, ja. Ich habe sogar noch einen ganz besonderen Bass, ne? Kennst du den? Musst du nachher mal ausprobieren. Ah, cool. Ja, 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 ja. Mein Kontrabassist hat mal sowas. Das ist auch ganz witzig. Mit so Gummiseiten. Ja.
Das Lied passt sehr gut zu der Wärme. Es ist ein Liebeslied an den Riesen, der in der Mittelmeerlandschaft liegt und die Landschaft formt, die Berge und Täler. The wind blows and rains into my eyes. All weird eyed yellow skin covering all I see. It charts your body in my mind, warms my view from the sky. Raise hidden longings inside of me. Turn on my side because I need to touch your skin, to soak up your smells, your nose, your lips, your chest, your feet, forming the lens, sweet curves and dance. Yeah.
ich erzähle jetzt immer so, dass das nächste Album wird das Album so ein bisschen über das Leid der emanzipierten Frau. Und der nächste Song ist schon ein paar Jahre alt, aber wahrscheinlich wird er trotzdem auf dieses Album kommen. Ich habe mein Abi versaut, weil ich 6 Nächte die Woche in einer Musikerkneipe rumhängen musste. Und das ist zu fortgeschrittener Stunde und fortgeschrittenem Alkoholpegel etwas anstrengend. Zum Beispiel diese Dielen und so. Genau. Aber das hört man eigentlich in dem Mikrofon nicht. Also im Schnitt ist das nicht mehr. Wir hatten hier sogar schon Kinder, die dann Party gemacht haben. Und das war dann auch nicht so. Das ist der Vorteil an dem direkten Mikrofon. Das stimmt, das stimmt. Das nächste Lied über das Leid der emanzipierten Frau, das ist das eigentliche Lied darüber, heißt Die schöne Romantik. Sie ist den Männern nicht süß genug, um als große Liebe zu taugen. Macht viel zu sehr, was ihr gefällt. Nimmt sich Verantwortung aus deren Feld. Ist zu wenig Mädchen für die schöne Romantik. Mhm.
Arm eines Mannes, die neu ihm singt und lieblich zerfließt. Sie diskutiert viel lieber im geschneiten Dunst Theorien und Karrieren und über den Mann und das Geschlechterprinzip, wie man es auflöst und wie es bekriegt, anstatt nur für ihn zu backen. Für die schöne Romantik. Sie dachte, das sei alles aus einer anderen Zeit, als Mann und Frau noch nicht gleich waren. Dachte, wir seien heute gleicher, doch weit und breit das alte Gebaren. Komplizierte Sachen. Ja, ja. Ich habe mit 8 angefangen. Ach so, und das ist aber dein Ding, ne? Das merkt man ja voll. Also Gitarre spielen. Das hatte, so sein, hatte seine Tiefs. Ja, das hatte jeder. So. Aber ja. Hast du auch Unterricht gehabt oder hast, ja, du, ja, studiert? Ja. Hast du das studiert? Nee, ich habe 9 Jahre klassische Gitarre gelernt. Ach so. Und sehr, also klassisch streng halt. Und deswegen fand ich Gitarre spielen eine Zeit lang nicht so toll. Hab's gemacht, weil ich es konnte. Und jetzt freunde ich mich immer mehr damit an und kann das nutzen. Also ich hab, aber das heißt, diese Western-Gitarre hast du auch nicht ewig gespielt, ne? Ja, ich habe mir 2004 meine erste Western-Gitarre. Ja, klassisch heißt ja eigentlich dann genau. Die klassische Gitarre. Stahlseiten. Spanische Gitarre. Allerseiten, genau. Ja. Genau. Ja, aber auf anderen Seiten kannst du nicht schrummeln, das klingt halt irgendwie. Ja, klar. So eine Akustik, ja. Also so eine Metallseiten-Gitarre ist einfach, klingt viel, viel schöner. Ja. Naja, manchmal auch ein bisschen spitz. Also mir ist es auch schnell zu spitz, Western-Gitarren. Aber da habe ich lange gesucht. Ja, da gibt es ja auch Möglichkeiten. Also das ist. Aber klar, da gibt es Unterschiede. Ich habe zum Beispiel noch eine Taylor im anderen Zimmer zu stehen. Ja, ganz sauber und ganz klar. Ja, die haben auch ihre Nachteile. Also die haben zum Beispiel sehr gute Tonabnehmer, weil die an 3 Stellen abnehmen. Also hast du wirklich einen tollen Klang. Und die haben ja auch das Holz und künstlich gealtert und lauter so eine Schoten machen die. Mhm. Also bei den teuren Modellen. Mhm. Aber zum Beispiel die Elektronik in dem, also ich bin Elektroniker im ersten Beruf, ne, in der Gitarre ist nicht artischockend. Mhm. Das heißt, sie ist nicht in einem Bataillehäuser drin, sondern die ist einfach offen. Mhm. Und das hat natürlich zur Folge heutzutage, wo du LEDs hast und alle möglichen Strahlungsquellen, hast du diese Störsignale natürlich da in dieser Platine drin. Tatsächlich. Ja, also ich weiß das natürlich. Mhm. Das heißt, wenn jemand so eine Gitarre hat und die fängt dann an, Geräusche zu machen, weißt du warum, dann weiß ich auch ungefähr, was man dagegen tun kann. Mhm. Aber wir haben auch schon eine Martin hier gehabt, die hat so gebrummt, dass eine andere genommen werden musste. Okay. Deswegen stehen die da auch, damit man ersetzbar ist. Weil es wirklich manchmal dann einfach nicht geht. Ja. Kannst du machen, was du willst. Weil mit meiner Martin bin ich bis jetzt sehr glücklich. Ja. Die meisten Musiker sagen ja, das stört ja nicht. Die brummt ein bisschen, die spielen, dann hört man das nicht. Das stört schon. Aber hier ist halt der Anspruch, sowas möglichst nicht zu haben. Ja, wenn es dann nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Aber der Anspruch, den versuchen wir dann natürlich auch irgendwie umzusetzen. Ja, klar. Kann man die Schirmung nachträglich einbauen lassen? Naja, müsste man dann selber machen, klar. Also theoretisch ist ja oben immer ein Loch drin. Dann halt die man kann die rausholen, sicher, und dann muss man die irgendwie einpacken. Mhm. Also ich habe hier hinter dem Verstärker so ein paar Steckernetzteile von diesem Funkmikrofon. Und die liegen extra unten und da liegt eine Alufolie drüber, weil diese Steckernetzteile dermaßen
Frequenzen abgeben, also irgendwelche 2 oder 4 Kilohertz-Schichten, dass es gar nicht geht. Krass. Die sind halt auch alle nicht abgeschirmt. Das sind Plastikgehäuse drumherum und dass diese Signale, also gerade wenn Rechtecksignale geschaltet werden, ich weiß nicht, ob ihr euch da auskennt, dann erzeugen die Oberwellen ohne Ende und wenn du dann zu nah dran bist und irgendein Kabel nicht hundertprozentig abgeschirmt ist oder irgendwie, oder zum Beispiel in der Schleife liegt, dann hast du halt das Signal da drauf. Ne? Ah, okay. Und das will ich halt hier nicht haben. Mhm. Nee, ist richtig. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Also heute klappt es wunderbar, braucht gar nicht viel machen. Ja. Aber manchmal haben wir da schon unsere Kämpfe gehabt mit der Technik. Okay. Wollte ich nur mal so erzählen. Ja, aber es fällt auf, dass du wirklich komplexe Sachen da spielst. Das wird jetzt noch schöner. Auch so diese Sus-Geschichten oder so. Ich habe so einen Jazz-Akkord für mich hier. Ja, genau. Also ich finde das ich kann keine normalen mehr spielen. Und wer Gitarre spielen kann, der kann das halt auch einschätzen, wie lange es braucht und wie viel Übung, wie viel Arbeit da drin steckt. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Mhm. Also wir hatten hier letztens wie heißt der nochmal, Salomon Lee oder so, mit Olivia Odin. Könnt ihr euch die Videos angucken und der hat ein Slide-Gitarre gespielt. Mhm. Das ist ja auch so eine besondere Geschichte, die man nicht so oft sieht. Ja. Was ich auch völlig faszinierend finde. Und das ist auch richtig, also guckt dir mal die Videos an. Mhm. Total faszinierend. Also ich habe jetzt nur 2 gemacht bis jetzt, aber es ist einfach total faszinierend. Also irgendwie, die Amerikaner, die sind da alle voll, also als wenn die wirklich als Kleinkind schon angefangen haben. Oder es gibt so viele gute, oder in Amerika gibt es so viele Menschen, dass prozentual mehr Leute, also dass du letztendlich dass du mehr Musiker hast. Und dann natürlich auch natürlich. Ja, genau, also. Ich suche noch nach einer guten Ansage für das nächste. Ja, also mich würde zum Beispiel interessieren, dieses Kopfkino. Das kommt noch. Okay, alles klar. Achso, meinst du das Lied oder das Album? Diese Idee. Ich kenne den Begriff. Ja. Kopfkino, klar. Ja. Ah, das kann, pass auf, das erzähle ich dir, wenn ich die Schere spiele. Spiele ich die? Ja, die spiele ich. Okay. Ja, das passt zu dem ein Lied. Das hier ist jetzt ein Lied, das ist für die Leute, die in den Dörfern um Leipzig wohnen oder gewohnt haben. Wenn der Zink-Badewanne gommelt,
ein. Und wenn die Kirchturmglocke länger geht, gehen sie gemeinsam heim. Und wenn der Zink bei der Wangong erklingt, treffen sie sich allein. Und wenn die Kirchturmglocke länger geht, gehen sie gemeinsam heim. Schön, erstmal ganz lange romantisches Eingefühle und dann kommt ein ganz böser Bruch in der Mitte. Ja, ich hatte irgendwie die große Ehre, jetzt die letzten Monate in der Liederbestenliste vertreten zu sein. Und irgendwie mochten die Wir suchen den Mond. Ich mag es auch. Yeah.
Warum jetzt die Gitarre? Wie, warum, das Modell meinst du jetzt? Du hast vorhin so eine Andeutung gemacht, dass die besondere Eigenschaften hat. Ich bin ganz lange durch die Läden gelaufen, war auch extra in Berlin, um... Ist doch schwierig, ne? Genau, um Gitarre zu spielen. Ich habe ganz lange auf einer 130-Euro-Gitarre gespielt. Ich habe Klassikerin natürlich auf einer teuren gespielt und dann wollte ich Western und wollte davon weg und habe auf einer ganz billigen gespielt und habe irgendwann gedacht, nee, irgendwie, wenn du das jetzt ernster machen willst, ein neues Album aufnehmen willst, brauchst du eine vernünftige Gitarre. Und bin losgezogen und dachte, nur 500 Euro, wenn ich bis jetzt auf 130 gespielt habe, wird ja wohl 500 Euro reichen. Und der 2000 passte mir gar nichts. Und der 2000 fand ich alles scheiße und wurde plötzlich zu einer Diva, was das anging. Und war dann hier in Berlin im, Jazz Music, genau. Und habe dort an der Gibson gesessen und war, die Gibson und ich, wir waren in einer anderen Welt. Ich saß da dran und ich habe völlig vergessen, wo ich bin, wer ich bin, was ich eigentlich mache. Das war ganz toll, hab die dann weggehangen. Akustische gibt es schon, genau. Eine akustische gibt es ja nicht so oft. Mhm. Und die und ich, wir waren sofort... Ja? Also es war Wahnsinn. Es war Liebe auf den ersten Blick. Außer optisch, ich fand die halt potthässlich. Also. Naja, nicht potthässlich, aber ich fand sie halt nicht so schön, dass man 2500 Euro für eine Gitarre ausgibt, die einem nicht so richtig gefällt. Und dann habe ich andere probiert und bin nochmal zu der hin und habe wieder Raum und Zeit vergessen. Und habe gedacht, nee, 2500 Euro nicht für eine Gitarre, die ich nicht schön finde. Und ich kann sie nicht vergessen. Das sind irgendwann. Das sind ja die Gitarren, wo ab und zu mal der Hals bricht. Hast du das gehört? Ist es so? Ja. Bei Gibson. Leider ist sie verkauft mittlerweile, gibt es eh nicht mehr. Ja, gibt ja. Ne, dann gibt es ja nochmal Einzelteile von denen. Ne, und na gut. Und dann bin ich halt weitergezogen und habe dann diese hier, diese Martin von Tausi, gefunden, das ist so eine solide Liebe und dafür konnte ich noch eine E-Gitarre kaufen. Und dann, das ist auch gut. Ja. Aber dann das Budget nicht ganz so überschritten. Also mit Martin kann man nicht so viel falsch machen. Richtig, ne? Richtig. Und die klingt halt so schön lange. Also bei dem Lied, was ich vorhin gespielt habe, die ist mir auch aufgefallen. Herrlich. Hat auch mit den Saiten zu tun, oder? Also das dickere Saiten, oder? Nee, dünnere. Das sind Elixier-Saiten. Dickere Saiten klingen dann noch länger. Ja, aber das filigrane Zeug, was ich spiele, ich habe mich jahrelang mit dicken Saiten gequält und irgendwann hat jemand gesagt, nimm doch mal dünnere Saiten, dann geht das leichter. Und das ist schon voll schlau. So schlau bin ich jetzt auch. Ja, für dieses Nachklingen gibt es ja auch technische Mittel. Ja. Aber das Tolle ist halt der Klangkörper. Das ist wunderbar, dass ich eine Akustik getan habe. Dass du mit dem Klangkörper so viel erreichen kannst schon. Ja. Klar, natürlich, auf jeden Fall. Ich merke es ja auch an der Taylor, die klingt auch ganz toll. Ja. Einfach so ein Holz hat, man spürt das auch richtig, wenn man die so in der Hand hat. Na, ich merke, ich mag halt diese Dreadnought-Bauweise nicht. Ich mag die Gitarren mit einer richtigen Taille lieber, weil bei diesen Dreadnought-Gitarren, die haben irgendwas in den oberen Mitten, was ich nicht mag am Klang. Mhm. Und die klingen spitze und die klingt irgendwie für mich voller harmonischer. Und deswegen spiele ich so eine. Mhm. Schön. Ja. Schwarze Gitarre. Ja, das, ich habe... auch selten. Ich sage immer, ich als Klassikerin gab es ja keine dunklen Gitarren, da wollte ich schon eine dunkle Gitarre. Ja. Und mein Trotz, dass ich eine dunkle Gitarre haben möchte, muss ich also bis heute als Erwachsene ausleben. Aber jetzt hast du. Genau, jetzt habe ich eine. Die vorher war auch schwarz. Ja. Vor drei Jahren, war ich bei einer Hochzeit auf Schloss Goseck, das ist in Sachsen-Anhalt, das ist glaube ich, ne? Warum bin ich denn auf dem Weg nach Thüringen da vorbeigefahren? Egal, auf jeden Fall Schloss Goseck und da, glaube ich, bin ich Lisa begegnet. Das ist ein Spiel mit dem Wort lästern. Lisa.
Lieber und Lisa Lästert lausige Lehrer. Schwüre, schwimm wird stetig schwerer und Lisa Lästert leidige Laken. Ein Hochzeitsmantel heuchelt im Haken und Lisa Lästert luftige Lust. Der Gast, der hätte es so gern gewusst. Und Lisa, Lisa, Lisa. Und Lisa, und Lisa, und Lisa. Sich beim Sitzen singen. Ja, es geht. Es geht erstaunlich gut. Mal gucken. Nachher sie kommt hat sich Sorgen gemacht. Ich dachte schon, mein Gott, was machen wir denn? Nachher kommt das Lied, was eine Herausforderung ist. Achso, okay. Genau. Diesen Latin-Einschlag übrigens, ich mache so ein Singer-Songwriter-Treff in Leipzig und es gibt einen Liedermacher, mit dem ich vor 2,5 Jahren auch auf Tour war. Der macht immer so leichte Sommerlieder, das hat immer so einen Latin-Einschlag. Und das Lustige ist, wir inspirieren uns alle gegenseitig. Also alle haben Lust auf Jazz-Akkorde, wenn ich immer hier rumdudel. Ja. Und ich habe irgendwie, und alle haben auch Lust irgendwie auf das Latin-Feeling, weil Thorsten immer mit diesem Latin-Feeling ankommt. Und so geht das irgendwie dauernd, dass wir uns so inspirieren. Es gibt einen Rock'n'Roller, der seit ein paar Monaten kommt. Da habe ich auch erstmal einen Rock'n'Roll geschrieben, kommt auch noch. Und so ist es ein ganz schöner Rahmen, in dem wir uns gegenseitig inspirieren und weiterbringen. Ja. So muss das sein, ne? Genau. Schön. Und das ist auch alterslos, also das ist wirklich total schön, da kamen schon 16-Jährige und 60-Jährige, das ist völlig wurscht, es kommen Anfänger, es kommen total erfahrene Menschen. Hauptsache wir sitzen da und reden über unsere Lieder und haben einen schönen Austausch. Mhm. Genau. Das ist eines der ersten Lieder, die ich auf Deutsch geschrieben habe, der erste Frühlingstag. Sonnenstrahlen kitzeln deine Haut. Der Sattel quietscht, das Haar weht leicht, der Wind ist abgeflaut. Picknickkörbe ausgepackt, es wird jongliert und balanciert. Wie lange hast du die Blütenblätter im Wasser ignoriert? Asphaltiert wird vom Wald hinein in den Park. Gesäumt von Menschen jeder Art, etwas rot vom Sonnentag. Straßenkünstler bilden eine bunte Collage. Betrachte sie und trinke eine Rhabarber-Limonade. Und
bisschen Sonne und dein Blick wird wieder klar. Eine tolle große Schwester. Das ist die kleine Schwester. Die große Schwester. Die große Schwester. Er ist größer, aber. Nee, das meine ich ja nicht. Aber ich bin älter. Alter, machen wir den Witz, dass sie eigentlich größer sind, nur Körpergröße, aber sie die ältere. Ach so, okay. Außer ein Verlieblingsthema. Sagen ganz viele. Aber er ist auch sehr talentiert. Ja, das finde ich so auch. So, kommt ihr aus so einer Familie, aus so einer musikalischen Familie? Das ist ja manchmal so. Es gibt ein schönes Foto, was das ziemlich gut illustriert. Ich bin so groß auf diesem Bild. Aha. Und unsere Eltern haben das Babybett auf den Balkon gestellt und mein Papa sitzt daneben mit der 12-seitigen Gitarre und singt. Und das ist eben jeden Abend gewesen. Ja gut, das prägt natürlich. was mich halt sehr beeinflusst hat, erstens, was halt unser Vater und auch meine Schwester selber hat mich sehr beeinflusst, als sie dann halt in der klassischen Gitarre angefangen hat. Ja, ich dann immer dann danach, nachdem sie geübt hat, bin ich hingegangen, hat dann immer dran gezupft, weil mich ja die Klänge so fasziniert haben, wie das alles zustande kommt, so noch so eine Melodie. Und bis heute eigentlich. Bis heute. Und du spielst auch Gitarre? Oder? Ich spiele auch Gitarre. Okay. Wird ja auch ein anderes Instrument sein können. Ne? Das ist ja, ich mach jetzt was anderes. Ne? Das hat mich so gefesselt gehabt, dass ich das erste Mal das. Gitarre macht doch süchtig, definitiv. Also ich spiele ja so aus Therapiegründen quasi. Wenn ich von Arbeit komme, also IT ist manchmal anstrengend, ja, klar. Dann ist die Gitarre eine halbe Stunde gespielt, dann ist alles wie weggeflogen. Ja. Machst du auch so. Das ist super. Genau, das ist Programmierer. Ja, dann kennst du das ja. Wenn du den ganzen Tag in die Röhre guckst, ja. Da wirst du ja Kürre. Und da ist halt die Gitarre einfach ich fahr ja Fahrrad. Heilsam ohne Ende. Also ich fahre Fahrrad. Ja, gut, Sport hilft stundenlang. Auch, klar, ja. Beides, also Fahrrad und Gitarre sind bei den wunderbaren. Das geht auch. Ja. Fahrrad haben wir auch in unserem Oder Vater. Stimmen oder so. Aber bei mir ist es hauptsächlich die Gitarre. Das ist sehr effektiv. Ja. Habe ich irgendwann mal festgestellt, dass das echt... Wann hast du angefangen? Mit 13, also ich spiele auch schon ewig. Aber ich trete halt nicht auf, das ist immer ein Hobby geblieben. Ich habe mal überlegt, ob ich Musiker werde, so. Aber ich habe mich nicht anders überlegt, oder? Bitte? Das haben, glaube ich, alle schon mal überlegt. Weiß ich nicht, also, na gut, die Leute, die spielen? Instrument spielen, auf jeden Fall. Ne? Ja. Aber ich habe mich dann anders entschieden, das war mir dann doch zu unsicher. Also so ein richtiger Beruf ist halt einfach... Tja, ich kann nicht... Deswegen, ich finde das sehr mutig, wenn das jemand macht. Mhm. Das zeichnet die Leute alle aus eigentlich, ja? Dieses sich. Also ich dachte, ich mache einen vernünftigen Beruf, aber so vernünftig ist Kulturpädagoge auch nicht. Und ich komme nicht drum rum, ich muss Musik machen. Ich habe gelitten im Büro und beschlossen, nee, raus hier, mach's. Ja, das ist, man muss sich da einfach überlegen, was man macht. Ne? Genau. Das ist gut. Also ich bewundere sie auch und beneide sie auch. Weil sie haben, also Musiker haben so eine gewisse Freiheit, die man als Angestellter nie erreichen kann. Ich freue mich zuerst. Also wenn ich alleine sehe hier Freunde wie Alice Hills, ja, die ja immer auf Tour ist, die ist immer irgendwo unterwegs. Muss man auch mögen. Ne? Also, ich wollte gerade sagen, hat er auch kann auch nerven. Ne? Ja. Aber da gibt es ja manchmal noch Menschen, die dranhängen, die es auch nicht so toll finden, wenn man nicht da ist. Ja, aber sie hat ja die Wahl. Sie kann ja reisen oder nicht. Ja. Ich kann das nicht, weil ich eben nur 30 Tage Urlaub habe. Ne? Das ist ja scheiße. Und sowas. Ne? Das passt sogar zum nächsten Lied. Ich bin mit einem ganz großartigen Fotograf befreundet, der hat die Fotos, also ich liebe seine Fotos, er mag meine Musik und er hat die Fotos für das Album Lieder aus dem Kopfkino gemacht und wir haben im November nochmal ein Fotoshooting gemacht und als er mir das Foto schickte, was dabei rauskam, wusste ich, wir haben das Coverfoto fürs nächste Album und innerhalb von 20, 30 Minuten war der Titeltrack des nächsten Albums geboren und ich dein Wahnsinn. Ist das jetzt Weltpremiere? Nee. Habe ich schon Papa gespielt. Das ist egal.
Du hast noch nicht gehört. Ne? Okay. So ein schönes Lied, das kann man jetzt nicht versauen. Und wenn man anfängt zu denken, ist vorbei. Also nochmal. Natürlich ist es ein Begriff, der irgendwie anzüglich gedeutet werden kann, ist auch mit inbegriffen. Aber mir ging es auch darum, die Grübelei, die so in so einem Kopf stattfindet. Also das Kopfkino in allen Richtungen, auch im schönen, im verträumten, im Luftschlösser-Sinne, auch im zergrübelnden, zerschnipselnden Sinne, aber eben auch im erotischen Sinne. Also es ist so ein... weil das sind so die Themen meiner Lieder. Es geht viel um das, was in meinem Kopf oder in den Köpfen der Leute um mich herum so vorgeht. Das ist so mein Thema. Deswegen. Frage beantwortet? Oder? Ja. Das Lied heißt Die Schere und ist, das ist die Schere, die keine Lust mehr hat, die Bilder, die ihre Besitzerin von den Leuten hat, zu zerschnipseln und zu Collagen zusammenzufügen. Mhm. Oh, ich sollte vielleicht mal stimmen nach diesem Wahnsinn. Wird der reingehauen? Nee? Da ist sogar noch Martin mal zum Stimmen fertig. Ist ja auch warm, ne? Genau, so warm. Ne? So. Gibt es andere Gitarren, die muss man viel öfter stimmen. Nee, das ist wirklich toll. Ja. Thank you.
Ich schneide dich Papier in kleine Stücke. Später fügt sie dich vielleicht auch wieder zusammen. Gleite ganz sanft mit glatter Kante an deiner rauen Haut entlang. Piekst dich an, ritz dich an und zieh eine Kante, damit sie dich. Piekst dich an, ritz dich an und zieh eine Kante, damit sie dich besser falten kann. So viele schnitt ich schon in handliche Schnipsel. Die meisten klebt sie neu und völlig anders zusammen. Einige wirft sie auch ratlos nach fort und geht manches mit Strich gleich wieder dran. Quietsche schon, verhack mich schon, zerreiße dich grob und klemme dich ein. Quietsche schon, verhack mich schon, zerreiße dich grob und klemme dich ein. Zerfledderter Schein. Auch nicht richtig entzwei. Mit Hallen ist den Stein und den Blüten zwei. Trage die Spuren für immer an mir. Vergebliches Schleifen und ein Fetzen von dir. Reibe mich, verklemme mich und weigere mich zu tun, was sie von mir will. Reibe mich, verklemme mich und weigere mich zu tun, was sie von mir will. Von mir. Die Schere schon sehr schön. Also ich weiß nicht, ob das noch zu toppen geht. Ja, das geht noch zu toppen. Ja? Ja. Also für mich zumindest. Okay, das ist das nächste. Zu Besuch. Zu Besuch. Genau. Ich wollte meinem Papa eine Schallplatte klauen, als ich ausgezogen bin von zu Hause. Aber er hat im letzten Moment die Tür aufgerissen vom Auto und gesagt, hier, die eine bringst du mir aber wieder. Ja. Eben diese Platte lieben wir alle. Irgendwie, ne? Und das ist Amiga Modern Jazz Studio Nummer 4. Und das hat mich irgendwie inspiriert, diese Platte. Das dröhnt wie Sau. Thank you.
Titeltrack und dann
Hammer's. Ihr seht euch nicht so oft, oder? Geht. Geht so. Du bist in Berlin und sie in Leipzig. Ja, also ich würde sagen, das letzte halbe Jahr mehr wieder. Ja. Davor ist ein bisschen. So gut so, sonst wird mehr sehen. Also, das war, so gut so, dass man sich. Nee, so. Nee, sonst wird mehr sehen. Am Meeresgrund. Ist aus der Kategorie kurz und schmerzvoll. Ein Fisch am Meeresgrund, ein Schleier vor der Sonne. Seetang streichelt seine Brust, doch niemals spürt er Wonne. Die anderen schwimmen stumm vorbei, lassen sich schön treiben. Dem Fische ist das einerlei, will alleine bleiben. Sinkt etwas zum Meeresgrund, verdunkelt auch die Sonne, legt sich still auf seine Brust ein kleines bisschen Wonne. Alle schwimmen stumm vorbei, keiner sah das Treiben. Dem Fischer ist das einerlei, wird nun alleine bleiben. Zum Abschluss. Danke, dass ich hier sein darf und durfte. Und danke für Stream und Video und Gastfreundschaft. Ja, zum Abschluss im Kopfkino der Titeltrack meines jetzigen aktuellen Albums Lieder aus dem Kopfkino. Erhältlich wo? Erhältlich, oh, jetzt überall, seit vorgestern überall. Ach so, also ich, man kann jetzt zu Müller gehen, man kann jetzt zu Media Markt. Theoretisch gehen. Kann man das überall bestellen. Gibt es auch im Streaming online? Es gibt es bei Spotify, gibt es auf Amazon, habe ich schon gesehen. Ich kann mich jetzt nicht auf allen Streamingdiensten anmelden, um zu gucken, ob es da wirklich ist, aber ich habe schon Spotify-Beweise und Amazon auch schon. Ja, ich habe Amazon. Na dann. Ich habe Spotify. Sehr gut, sehr gut. Also streamen fleißig. Dann kriege ich irgendwie 0,00001 Cent pro Stream. Also immer schön streamen. Eines Tages kommt ein Euro zusammen. Okay, im Kopfkino. Kommt jetzt das ist halt klassische Erziehung, da kommt der Perfektionist dann immer mal durch. Man hört es auch. Wenn man nicht da ist, hört man ja auch, ob es dann. Genau. Nee, ich finde es eigentlich gut, weil manche achten nicht darauf und das ist dann wirklich schon auch. Grenzwertig manchmal. Nicht schön. Also das wir wollen ja, dass es schön wird. Genau, das soll ja. Und gerade das Lied ist auf jeden Fall schön. Hier kann man eben einfach nochmal anfangen. Also das ist. Genau. Weil das sowieso geschnitten wird. Für den Livestream ist es halt live. Das ist halt Der Livestream läuft dann wo gerade? YouTube. Ich weiß nicht, wie viele Leute drauf sind. Kann man gucken. Kann man gucken. Ja, das wäre mal spannend. Willst du es jetzt wissen oder nach dem Lied? Ach, na ja. Ich glaube, heute sitzen alle ich glaube auch. In einer kalten Badewanne oder so. Ich glaube auch. Da guckt keiner auf YouTube, weil die haben Angst, wenn sie den Rechner anmachen, dass es dann noch wärmer wird. Aber direkt kann man den Replay von dem Livestream auch wieder sehen, ne? Also man kann es nochmal angucken, theoretisch. Genau, das ist nachher auch gleich online. Also wir müssen dann entscheiden, ob wir das online lassen. Oder. Das entscheiden wir nach dem Lied. Mal gucken, was jetzt noch schief geht. Ist es schief? Nö, ne? Glaube ich auch. Ich bin gespannt. Okay, im Kopfkino. Ich würde so gern Baumwipfel zählen mit dir. Ich würde so gern den Rost des Geländes riechen. Ich würde so gern Silhouetten raten mit dir.
mir. Ich würde so gern, würde so gern, würde so gern. Vielleicht willst du gern Pistazien mit Schalen zählen mit mir. Vielleicht willst du gern den Sommerregen riechen. Vielleicht willst du gern in fremde Fenster schauen mit mir. Vielleicht willst du gern, willst du gern. Kann man kaum mal anfassen. Okay.